Hallöchen, meine Freunde, mein Name ist Sommageddon und willkommen zu dem neuen Horrorprojekt Spooky's House of Jumpscares. Und zwar ist dieses Spiel so gesehen ein Jumpscare-Simulator. Man läuft durch ein Haus, was 1000 Räume hat und dort passieren komische Dinge, wie zum Beispiel Jumpscares, man wird verfolgt, dann passiert das. Ich würde sagen, wir fangen an und sprechen nicht länger um den heißen Brei herum. Okay. Das dürften wir noch hinbekommen. So. Hello, I am Spooky. Hallo, Spooky. Gruselig. Wollen wir Freunde sein? And this is my home. Ein schönes Haus hast du. Okay. Vielleicht, ich werde es mein Bestes geben. Watch it. Ist das dein Haus? Anyway, just, Spooky, warte, nein, wir wollten noch Freunde sein. What you say? Okay. Wir gehen mal durch den Raum. Wie öffnet man Türen? Oh, mit E. Oh, das kann mal heiter werden. Ich mag das gar nicht, wenn man solche Räume mit E öffnen muss. Aber egal. Wie wir sehen, sind wir hier in einem langen Gang. Und das Einzige, was wir machen müssen, ist überleben und durch 1000 Räume kommen. Hört sich am Anfang leicht an. Allerdings ändert sich der Schwierigkeitsgrad später enorm. Und wenn ich enorm meine, dann meine ich auch enorm. Okay, drei Türen. Wir nehmen die mittlere und da geht's auch tatsächlich durch. Nachher sind noch ein paar Türen verschlossen. Dann kommen noch Rätsel rein, ist ja das Beste. Und ja, das Ganze wird auf jeden Fall ziemlich schwer. Deswegen werde ich einfach mal mein Bestes probieren. Und ich würde sagen, pro Folge werden wir ca. 50 bis 100 Räume machen. Ja, das wird schon gruselig, ja. Am Anfang sieht das Ganze noch relativ süß aus und nicht gruselig, aber nach einer Zeit wird das echt abgefuckt und creepy und Was mich wundert, dass wir noch keinen Jumpscare abbekommen haben. Normalerweise kommt hier in jedem Raum fast ein Jumpscare und jetzt... Oh man. Auf jeden Fall haben sich auch ganz viele gewünscht, dass ich Spooky's House of Jumpscare endlich als Projekt starte und... Jetzt ist es... Oh! Ich schüttelte die Hand. Und jetzt ist es soweit. Die Jumpscare-Show beginnt. Ja, und solche Jumpscares wird es nicht nur einmal im Spiel geben, sondern öfter. Was ist das für ein Bild? So beautiful. Wir gehen mal hier durch. Und nicht immer gerade... Oh, ein Bett. Was ist das? Soll es auch ein Bett darstellen oder... Keine Ahnung. Das Spiel ist ja von der Grafik her ähnlich wie GTA auf jeden Fall. Die Texturen, alles gleich. Ich sehe da auf jeden Fall keinen Unterschied. Oh, der Sound ist richtig unangenehm. Der ist richtig unangenehm. Und enge Gänge, die beunruhigen mich ehrlich gesagt. Oh, scheiße, Mann. Was steht da dran? Was steht da dran? Hallo? At first this place just seemed cute, but I've been here for days now. Okay. I'm feeling quite patched now. Perched. And I keep getting this feeling like I am being watched by something. This is not romantic at all. Ja, das sieht echt sweet aus alles hier, aber... Was ist das jetzt für ein Raum? Voll der Pornoraum hier mit so lilanem Licht. Licht. Was bist du? Du siehst ein bisschen aus wie das Monster aus Amnesia. Was ist hier? Gar nichts, okay. Da ist das Bild verschwunden. Okay, weiter geht's. Und mal schauen, wie weit... Oh, Spinny! Spider-Man war da und macht uns hier leise. Was ist das? Kann ich nicht identifizieren. Hier ist eine Kerze. Können wir die auch machen? Nope. Das ist ein Stuhl. Falls man hier eine kleine Verschnaufspause braucht. Und die Kerze ist einfach nur da, um ein bisschen romantische Stimmung zu machen, habe ich so das Gefühl. Der Typ vorhin hat ja auch von Romantik gesprochen, nicht? Okay. Und das Spiel speichert, glaube ich, alle 50 bis 100 Räume. Also passt es auch, wenn wir pro Folge ungefähr 50 bis 100 Räume schaffen. Allerdings sieht es jetzt ganz leicht aus. Wird sich aber... Wie schon vorhin erwähnt, im Laufe des Spiels schnell ändern. Oh, ich habe schon wieder was gehört. Oh Mann, das kann mal heiter werden. Und diese engen Gänge, die machen mich echt nervös. Was ist hier los? Geh mal durch. Ich mag es ganz und gar nicht, lange in einem Gang zu sein. Und wie wir oben sehen, haben wir eine Herzanzeige und eine Stamina-Anzeige. Die Stamina-Anzeige ist, wenn man ein bisschen nachdenkt, die grüne. Also so viel Ausdauer hat man. Und das Herz... Ist da, weil man angegriffen werden kann. Aber ich glaube, die Herzleiste füllt sich nach einer Zeit wieder auf. Also müssten wir es eigentlich schaffen, wenn wir uns einigermaßen konzentrieren. Einigermaßen konzentrieren. So, Raum 50 erreicht. I know something is following me.
Oh man. But I feel like I'm princing through the same rooms over and over. Hopefully leaving notes that breadcrumbs will prove I'm making progress and reaching some destination. I just hope I don't run out of ink. I'm dreadfully thirsty. Heißt thirsty nicht durstig? Geh mal weg. Dankeschön. Ah. Am Jesuskreuz können wir speichern. Okay. Geht's runter? Geht's runter? Ja. Ich mag die Sounds hier im Game, die sind richtig geil gemacht worden. Okay. Boah, wir warten, was bist du denn? Keep that blood pumping. Okay. So, wir machen die nächste Tür auf und kommen in die nächsten 50 Räume hinein. Oh Mann, Alter, das kann doch gar nicht wahr sein. Ink, not quite preaching my thirst. Tastes terribly. Stains are terrible. I don't think drinking it was. Was war das? Was war das? Ich hoffe, das war nichts Gefährliches. Wenn das was Gefährliches war, dann... Was bist du? Keine Ahnung. Hier sind sehr viele mysteriöse Bilder an den Wänden. Oh Mann, das kann echt heiter werden. Und die Räume, wie man sieht, bleiben meistens immer die gleichen. Aber ich glaube, im Laufe des Spiels wird sich das auch ändern. Die werden auf jeden Fall gefährlicher und gruseliger und, glaube ich, auch sogar größer. Was ist das? Wer ist hier? Ich habe das Gefühl, gleich werden wir wegrennen müssen. Wir rennen zwar schon... Bah, was ist das denn? Bah. Hä? Hä? Maybe I should look around first, okay? Wir sollen uns hier erstmal umsehen anscheinend. Was ist das? Keine Ahnung. Ja, okay. Okay. Sporting, splashing, soaking, immortals, ingest, invoking, nailing, never stops it. Was? Lauf! 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 Lauf, 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 lauf! Was ist das? Lauf doch! Ich will keine Panik schieben, Dude, aber wir müssen laufen. Und das nicht nur langsam. Oh Gott. Soll ich mich umdrehen und gucken, was uns verfolgt? Ich glaube nicht. Geh durch! Geh durch! Oh Gott. Links, 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 links. Was ist das hier? Kann mir runterfallen? Oh, what the heck? Was bist du denn? Ich glaube, ich habe das Ding mal auf dem Thumbnail von irgendeinem YouTuber gesehen. Hoffentlich war das der richtige Weg. Bitte, 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 bitte. Ja, nice. Okay. Stamina aufladen. Stamina aufladen. Lauf! Lauf! Oh Gott! Hier sind manchmal solche Bugs, dass man einfach in der Tür steckt. Oh Gott, Kürbis. Weiter. Weiter. Lauf! Oh Gott, das Spiel ist buggy. Kein Wunder, wenn die 1000 Jumpscares kommen und man in der Tür stecken bleibt. Das ist nicht cool. Das ist ganz und gar nicht cool. Komm schon. Lauf, 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 lauf. Lauf weiter. Lauf um dein Leben, Dude. Ich weiß, wir haben noch ein langes Leben vor uns, deswegen müssen wir irgendwie überleben. Haben wir überlebt? 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 Ich glaube schon, oder? Was war das? Das war ein grünes Glitzer. Boah, das war mal eine richtig geile. Ein richtig geiler Fluchtversuch, der auch geglückt ist, zum Glück. Ich gehe mal wieder rechts lang, eventuell wird das helfen. Ja, tat's. Nein, Mist. Und wenn wir hier den falschen Weg wählen und das grüne Monster von hinten kommt, haben wir ein klitzekleines Problem, da es uns packen kann. Und das Ding kann fliegen, das fliegt ja einfach rüber. Wir müssen hier die Wege gehen und das Ding fliegt einfach rüber. Das denkt sich so, YOLO, ich brauche nicht gehen, ich fliege rüber und scheiß auf alle Regeln hier im Spiel und mach das, worauf ich Bock habe. Oh Mann, oh Gott. Zettel, 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 Zettel. I found something today to satisfy my unromantic thirst. I awoke today from a brief faint and found before me a bottle of red wine. Roter Wein ist natürlich gut. I'm not sure what brand or year. Okay. Ich glaube, das schreibt dir auch nur Müll hin, oder? Ich glaube schon. Oh, Pumpkin. Pumpkins können böse sein. Und wie lange der Sound da bleibt, ist unglaublich. Ah, ich glaube, das grüne Monster bereitet sich wieder auf einen Sprintversuch vor. Aber was ich echt schade finde, wenn man jetzt
in der Tür direkt rennt, dann backt man rum und man kann sich für die nächsten Sekunden nicht mehr bewegen. Wie bitter ist das denn? Das ist total... Das ist überhaupt nicht cool. Oh, wie jetzt gerade. Ich wäre in der Tür stecken geblieben und das ist echt nicht optimal. Wenn das Monster von hinten kommt und dann Hallo sagt und uns boxt, das ist überhaupt nicht cool. So, hier sind ganz schön viele Gitter. Das sieht aus wie ein Gefängnis, ne? Zumindest in manchen Räumen sieht das hier aus wie ein Gefängnis. Das sieht aus wie so eine Kirche, beziehungsweise so eine Sekte. Vielleicht ist das auch eine Sekte, die ihr Monster beschwört. I don't know. Wir wissen nichts über das Spiel. Aber das Spiel weiß einiges über uns. Wie die NSA. Okay, ich hör mal auf. Oh, Spielautomat, okay. Geht nicht. Gehst du? Oh, okay. Start. Was ist das? Ich glaube, meine Fraps-Aufnahme hat für kurze Zeit aufgehört. Aber wir müssen töten. Bah. 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 Ey, ohne Mist, ne? Gibt's ja auch einen Highscore oder müssen wir einfach nur Blut sammeln? Zack. Ich stech dich ab, Armin Hakuim. Ich rasiere dich mit meinem Messer. Gegen den Strich. Mit Shampoo. Ich glaube, ich kann das den ganzen Tag machen. 2000 Jahre später. Okay, ich würde sagen, weiter geht's, bevor ich mich hier zu lange aufhalte. Gehen wir einfach mal. Oh Gott, Alter. Was hast du für zu sagen? Lieber Bubblegum Monster, keine Ahnung. I don't think that was mine. Ich denke nicht, das war meins. Was denn? Das Spiel? Warum nicht? Das Spiel war gut. Man fliegt wie Spooky hier rum und muss die ganze Zeit Leute abstechen. Diese Idee hat doch mal jeder, oder? Oh Mann. Noch einen Raum, dann haben wir es geschafft. Okay, wieso kamst du so früh? Das hat mich nicht erschreckt. So, ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Spooky's House of Jumpscares. I don't know how much longer I can go on. I haven't seen any of my previous notes. So that means either I'm getting somewhere or someone is taking them. Ich würde sagen, wir machen in der Folge einfach mal circa 100 Räume und ja, dann haben wir circa 10 Parts von dem Game. Und ich sehe dich in der nächsten Folge. Bye bye.